Dieses Haus in Kabul wurde durch einen Raketenangriff stark beschädigt. Mindestens 8 Menschen sterben bei Angriffen auf mehrere Wohnviertel in der afghanischen Hauptstadt. Die Raketen schlagen am Morgen ein, auch in der stark gesicherten grünen Zone. Dabei wird auch die iranische Botschaft beschädigt. Die Regierung spricht von insgesamt 23 Raketen und macht die radikal-islamischen Taliban für die Attacken verantwortlich. Die Gruppe bestreitet aber eine Beteiligung.